Ja, hallo. Heute einmal aus der wunderschönen Villa am Park im Satya Ayurveda. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein können. Wir haben uns jetzt heute das wunderschöne Haus angeschaut und jetzt haben wir nochmal die Gelegenheit, die beiden Gründer vom Satya hier zu interviewen. Und Naomi und Prasad, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen heute. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin natürlich total gespannt und ich denke, unsere Gäste auch, zu erfahren, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, hier im Bad Orb in Spessart einen wunderschönen kleinen Kurort, ein Ayurveda-Hotel zu errichten. Also die Ayurveda ist Teil unseres Lebens, Teil unserer Erziehung. Wir kommen ursprünglich aus Sri Lanka, haben unseren Lebensmittelpunkt aber hier in Deutschland seit Ende der 70er. Und es ist uns ein Anliegen gewesen, wenn wir Ayurveda anbieten, dass wir es authentisch und traditionell anbieten. Es ist uns wichtig, dass das Kernteam der Ayurveda auch aus Sri Lanka kommt, genau wie wir die Erfahrung gemacht haben, in der Tradition aufgewachsen sind, aber auch entsprechend ausgebildet worden sind, was die Ayurveda-Spezialisten angeht, die Therapeuten und auch die Köche. Und da muss man tatsächlich sagen, um eine solche Kur durchführen zu können, bietet sich Bad Orb sehr gut an, weil es sehr naturnah ist. Es liegt im Spessart, hat hier ein wunderschönes Gesundheitsangebot mit Gradierwerk, Barfußfahrt, Kneippanlagen. Und es ist auch nicht sehr viel Trubel. Es ist keine Großstadt. Das heißt, man kommt hier komplett zur Ruhe. Die Gäste haben die Möglichkeit, im Haus Ruhe zu genießen, aber auch ausgedehnte Spaziergänge machen zu können. Und dafür bietet es sich hier einfach an und für uns ist es ein Stück weit auch ein Traum, wirklich etwas aus unserer ursprünglichen Heimat hier in unserer neuen implementieren zu können und zu dürfen. Und die Wahl für Bad Orb, einfach aus den gesagten Gründen, bietet es sich das einfach an. Schön. Und was würdest du sagen oder was würdet ihr sagen, macht eine Kur in eurem Haus jetzt so besonders oder was zeichnet euch aus? Ganz besonders macht es das, dass wir, wie bereits erwähnt, wir haben das komplette Kernteam der Ayurveda aus Sri Lanka und Indien. Das heißt, wir bieten tatsächlich traditionelle Ayurveda an, auch authentische, weil wir viele Produkte aus Sri Lanka auch importieren, eigens für die Kuren. Da achten wir aber auch darauf, dass wir nicht alles in verarbeiteter Form importieren, sondern auch in ihren Einzelteilen, und unsere Ayurveda-Ärzte mit den Therapeuten zusammen bereiten dann die individuell für jeden Gast dann auch vor. Und das gewährleistet natürlich eine sehr punktgenaue Kur für den Gast. Und des Weiteren versuchen wir, einen Ort zu schaffen, wo die Gäste sich wirklich zu Hause fühlen können, wo es nicht diesen distanzierten Hotelcharakter hat, sondern wir nehmen nur pro Gäste auf. Man kann sich hier ganz frei bewegen im Haus, mit öligen Haaren, mit Schlappen, da stört sich niemand dran. Und so können die Gäste wirklich sich auf sich konzentrieren, sich auf ihre Kur konzentrieren. Es ist wichtig, dass mit der körperlichen Reinigung auch eine geistige Reinigung stattfindet. Auch wenn die meisten Gäste alleine kommen, fühlen sie sich nie alleine, weil wir immer da sind, wenn sie Sprechbedarf haben oder einfach Lust auf Gesellschaft haben. Und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, dass wir Ayurveda so anbieten, wie wir es von Kindesbein an gelernt haben. Ja. Das ist sicherlich besonders, auf jeden Fall. Ja, auch Prasad, an dieser Stelle, wie denkst du, dass eine Ayurveda-Kur wirklich auch uns etwas Gutes für die Gesundheit tun kann? Inwiefern wirkt da eine Ayurveda-Kur für uns auch, vor allem in diesen Zeiten? Ayurveda ist ja eigentlich immer, also unser Immunsystem zu stärken. Mhm. Das heißt, Ayurveda bietet immer für die Menschen, nicht krank zu werden, sondern gesund zu bleiben. Es gibt keine Jahreszeiten für Ayurveda. Es gibt auch keine Zeiten, wo man sagen, ich mache jetzt eine Kur, weil ich krank bin, sondern ich mache eine Kur, weil ich gesund bleiben möchte. So dieses Immunbooster von Ayurveda ist ja jede Zeit möglich. Auch jetzt, die schwierigen Zeiten, jetzige Zeiten, ist auch
eine Ayurveda-Kur sehr, sehr wichtig für die Menschen, für ihre Gesundheit und gesund zu bleiben. Mhm. So, und was man für Menschen sagen kann, warum die eine Ayurveda-Kur jetzige Zeit machen können, kann ich sagen, das ist nur wegen die Stärken ihrer Immunsystem. Mhm. Und deswegen ist diese Seite ist ganz, ganz wichtig, so eine Kur zu machen, mhm. Von Bakterien, von Viren, von Krankheiten zu schützen. Mhm. Ja. Ja, da kann uns sicherlich Ayurveda helfen. Da kann jedenfalls auch die Ayurveda helfen. Ja. Und es gibt, also in Sri Lanka, gibt verschiedene Mittel. Auch die jetzige Zeit redet man ja überall verschiedene Naturmittel für Immunsystem zu stärken. Und dieses kann man auch hier bei uns. Es gibt auch ein Hausmittel, wie wir zum Beispiel, so, wenn wir Erkältung haben, ja, und nehmen einfach Koriander, Knoblauch und Ingwer zusammen und man rostet das so ein bisschen und lassen dann mit Mörser so ein bisschen zerkleinern und mit warmes Wasser trinken. So abends als Tee trinken, das stärkt auch unser Immunsystem. Vielleicht anstatt Glas Wein, dann mal Knoblauch trinken. Aber da braucht man auch keine Angst haben, dass man jetzt Knoblauch drin haben, sondern es gibt einen ganz anderen schönen Geschmack und natürlich stärkt auch das Immunsystem. Stärkt das Immunsystem. Ja. Das ist sicherlich das Schöne, dass Ayurveda auch so viele wirklich Hausmitteltipps bereithält, die man dann auch wieder nach Hause mit nach Hause nehmen kann. Ja. Da habt ihr sicherlich auch immer viele Tipps für eure Kunden, wenn sie dann haben die Kur hier gemacht haben, um dann auch zu Hause. Auf jeden Fall. Jede Gast bei uns, die bekommen ja auch hautnah auch, was wir hier machen. Das heißt, es wird nie irgendwo in hinter der Vorhänge was gemacht, sondern die Gäste haben die Möglichkeit auch selbst zu sehen, auch wenn wir kochen, unser Koch. Wenn der kocht, darf man auch sehen, was man auf Teller bekommen, wissen die. Und auch die Kräuter werden von unseren Ärzten erklärt, wenn die Fragen haben, natürlich auch. Ne? Ja. Das sind alle Natur-Einzelprodukte, die wir dann importieren und die dann aber zusammenmischen hier in unserem Haus durch unsere Ärzte. Ja. Total spannend und richtig schön zu sehen. Ja, das kann ich wirklich nur bekräftigen. Und das Essen ist auch wirklich, wirklich köstlich. Also da dürfen sich eure Gäste wirklich drauf freuen. Und ich danke euch ganz herzlich für die Gastfreundschaft, dass wir hier sein durften. Und freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt demnächst wieder hier ganz viele Gäste hinschicken dürfen. Das ist danke, dass ihr gekommen seid. Ja. Danke. Ne?